An die 8 Millionen illegaler Migranten sind seit 2015 bereits in die EU geströmt. Zum Gutteil aus Arabien bzw. Afrika. Und es werden jeden Tag mehr und mehr, völliger Irrsinn. Aktuell im Fokus steht wieder einmal die kleine italienische Insel Lampedusa. Täglich landen dort mehr illegale Migranten, als es italienische Einwohner gibt. Die Situation wird immer aberwitziger. Für mich gibt es dazu eine klare Antwort. Es reicht. Es reicht, dass Europa immer mehr zu einem zweiten Arabien oder Afrika wird. Es gibt überhaupt keinen Grund, diese Menschen nach Europa hereinzulassen. Wenn wer Schutz und Hilfe braucht, dann soll und wird er diese in seiner Region bzw. auch auf seinem Kontinent erhalten und braucht nicht nach Europa zu kommen. Jeder, der es bis an die europäische Außengrenze schafft, wird heute hereingelassen und erhält ein Asylverfahren. Obwohl man weiß, dass die Mehrheit gar keinen Schutzanspruch hat. Am Ende ist es auch egal, weil die, deren Asylverfahren negativ ausgeht, zu über 80% trotzdem hier bleiben. Das Dublin-System ist zusammengebrochen. Jeder Migrant kann sich de facto aussuchen, in welches EU-Land er will. Nächstes Jahr sind die EU-Wahlen. Am 9. Juni machen wir diese EU-Wahl zu einer europaweiten Volksabstimmung. Wollen wir weiterhin zuschauen, wie Europa zu einem zweiten Afrika oder Arabien wird? Oder sagen wir Ja zu einer Festung Europa, beziehungsweise einer Festung Österreich? Für mich ist die Antwort eine ganz klare. Nein zu jeglicher illegalen Migration, scharfe Politik auch gegen Asylmissbrauch und Ja zu unserer rot-weiß-roten Identität, Ja zum Schutz unserer Grenzen.